blasten mir mitten in mein Gesicht. Grüß Gott! Ich will mein Food-Tagebuch von April bis Juni, stimmt das? Ja, von April bis Juni machen und wir fangen ja noch gleich an, weil es sind ganz schön viele Sachen. Als allererstes, das habe ich probiert, weil meine Kollegin mich drauf gebracht hat, dass ich das mal probieren soll. Da geht es um ein Rührei war das, glaube ich, mit Lachs drauf. Mein Bruder und ich haben das probieren wollen, weil ich habe ihm davon erzählt und ich habe das auch gemacht und ich fand es nicht gut. Da war auch Schnittlauch drinnen, ich glaube auf dem Foto kann man das ein bisschen erkennen, aber ich fand das überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich es seitdem auch gar nicht mehr gemacht, weil ich fand das nicht so gut, wie sie mir gesagt hat, leider. Dann waren der Roman und ich ja in Kleinhocksdorf und ich habe da ein Zigeunerschnitzel gefuttert. War ja eh klar, was denn sonst. Ich esse das urgern, besonders in Tschechien. Esse ich es wirklich gern. Dann haben wir dort ein Eiskaffee, steht da bei mir, aber ich habe gar keinen Eiskaffee auf dem Foto. Na, Kaffee. Ist egal, wir haben einen Eiskaffee getrunken, da habe ich jetzt kein Bild leider davon, aber ihr wisst ja, wie ein Eiskaffee ausschaut. Und als nächstes haben wir dann einen Kaffee getrunken und eine Torte dazu. Beide, der Roman und ich. Wer das Follow Me Around Video kennt, weiß das. Weil da filme ich eh oft das Essen. Dann haben wir selbstgemachte, also ich habe eine Pizza selber gemacht, habe meinen Bruder gefragt, ob er mitessen will und habe halt eine Pizza selber gemacht. Die esse ich sogar manchmal lieber als gekaufte, also wenn man sie bestellt. Dann war ich mit der Min unterwegs und wir hatten ein bisschen Hunger, also haben wir sich eine kleine Portion Kartoffeln mit Ketchup gekauft, aber die war überhaupt nicht gut. Das war in unserem Stammrestaurant, wo wir früher immer waren, aber das war überhaupt nicht gut. Dann habe ich ich hatte ja unbedingt den Sinneswandel, dass ich weniger essen will und wenn dann nur Salat und habe einen Salat bestellt, da war mein Freund mit mir unterwegs. Mit Schafskäse, das war so widerlich. Oh, es schaut total lecker aus auf dem Foto, aber es war so eklig. Oh, mir hat es nicht geschmeckt, mir hat es wirklich nicht geschmeckt, also ich konnte es nicht essen. Es war echt mühsam, das zu essen und ich hatte so einen Hunger und war dann so schlecht drauf. Also das war echt schlimm für mich. Als nächstes habe ich auch mir oft am Abend, wenn ich wirklich einen Heißhunger hatte, Bananen und Ananas zusammengeschnitten. Ich bin aber leider in letzter Zeit dafür zu faul. Dann Brote, Paprika und Käse. Das habe ich ja oft in der Arbeit gegessen. Ja, habe ich aber auch jetzt geändert, aber dazu kommen wir noch. Sorry, also ein Nudelsalat. Ich habe leider kein Foto davon, sorry. Käsekuchen mit Kaffee, da habe ich aber ein Bild davon. Das war von meiner Mom. Mein Bruder hat doch dann wieder faschierten Braten gemacht. Da muss ich immer mitessen, weil sonst ist er angefressen. Er kann das aber schon sehr gut. Er hat das auch diesmal zwei verschiedene gemacht und sogar mit Ei drinnen und ich finde das wohl lecker. Dann habe ich mit meiner Mom zusammen Fisch und Gemüse gegessen. Ja, esse ich auch gern. Habe ich jetzt schon lange immer mehr. Dann Kartoffel. Ah, das sind diese Teigtaschen. Ihr seht es auf dem Foto. Also Kartoffelteigtaschen mit Frischkäse drin, das esse ich auch gern mit Gemüse. Natürlich Mäcki, was sonst, hat mein Vater geholt, deswegen war ich da bei meiner Mama zu Hause und da haben wir Mäcki gegessen. Ich verstecke mich hier schon. Dann habe ich hier stehen Käsekuchen plus Brownie, also das war ein Käsekuchen, was ein Brownie oben hatte. Der war echt gut, der war wirklich gut, aber ich war satt davon. Dann haben wir Raclette gemacht bei meiner Mama, da habe ich auch glaube ich auf Instagram postet und so. Ja. Seht ihr hier. Und wir haben danach auch ein Benner-Eis gefuttert. Ja. Wir sind echt, echt, echt böse. Dann habe ich, das ist jetzt kein richtiges Müsli, oder war das noch Müsli? Ich bin echt verwirrt. Ein Müsli mit Bananen habe ich auch gegessen in der Früh. Und als letztes, da war ich mit der Manu in Tschechien, habe ich einen Schweinsbraten gefuttert. Und der war urgeil. Der war so gut. Kommen wir zum Mai. Da steht wieder Pizza selbst gemacht. Also die war aber diesmal von meinem Bruder. Obwohl ich mitgeholfen habe, keine Sorge. Dann steht hier Nusskuchen und der war richtig gut. Wenn ich den sehe, ich muss ausweichen beim Bild, aber sonst nehme ich mal den wieder mit. Dann steht es gibt vom Hofer so, ihr seht es auf dem Foto, diese Schoko-Dinger. Und ich habe mir da meistens Bananen reingeschnitten. Das habe ich so oft gegessen die letzten zwei Monate. Ich habe das so geliebt und jetzt in letzter Zeit esse ich es nicht mehr. Dann eine Vollkornpizza. Da war ich mit der Manu essen.
Und da habe ich mit ihr, war ich Pizza essen, wir haben dann nur eine kleine Pizza gegessen, also habe ich mir dann eine Vollkornpizza bestellt. Burger King Shake Espresso, auf den hat mich der Roman gebracht. Da gibt es auch ein Follow Me Around dazu, wo haben wir sogar extra einen Schuhheim geholt. Der ist echt gut, den kaufe ich mir immer wieder. Also seit der Roman mir das gezeigt hat, gehe ich öfter zum Burger King als zum Mackey und kaufe dort was. Dann steht da Teigtaschen. Ah, da war ich mit dem Roman essen. Habe ich da ein Foto? Ja, ich habe da ein Foto. Da waren wir essen und die waren so lecker. Boah, die waren so gut. Die waren wirklich gut. Danach hatte ich dann ein scharfes Essen und das war viel zu viel für mich. Mein Magen hat so weh dann danach. Da war ich auch noch mit dem Roman essen. Da gibt es nämlich auch ein Video dazu. Also das ist in dem Video auch, wo eben der Burger King und das war. Dann waren wir in Hauxdorf. Da habe ich eine Eisballertschinken gegessen mit Banane. Oh, die war so gut. Die war wirklich sowas von gut. Deswegen habe ich sie auch auf Instagram postet. Die war wirklich gut. Dann, weil wir auch dort noch essen waren, habe ich einen Cordon Bleu mit Salat gegessen. Das war auch gut. Das war auch lecker. Dann steht hier Erdbeerkuchen. Ja, eine ganz, ganz liebe Dame, die hat jetzt ein... stand draußen jeden Samstag und verkauft dort Kuchen. Und ich habe mir bei ihr einen Erdbeerkuchen geholt und der war so gut. Oh mein Gott. Oh Gott, am Samstag ist sie wieder dort, glaube ich. Ich darf gar nicht hinschauen. Muss ich mich verstecken. Dann steht hier Tiramisu. Ah, da waren wir auf der Kotti-Schulung. Das war so lecker, das war mit Früchten. Oh, das war das Einzige leider, das ich fotografiert habe. Weil da habe ich vorher noch was gegessen, was auch gut war. Aber das war das Einzige leider, was ich fotografiert habe. Dann steht da schon wieder verschierter Braten von meinem Bruder. Habe ich ein Foto? Natürlich. Dann habe ich in letzter Zeit Eiweißbrot für mich entdeckt. Und da seht ihr ein Foto. Ich esse in letzter Zeit so gerne Eiweißbrot mit entweder so wie da diesem Wurstaufstrich oder Bressot und dann Wurst drüber mit Käse und dann Gurken dazu. Ich habe da so ein Gewürz, gebe ich über die Gurken drüber. Ich liebe es. Und dann steht hier noch als letzter Obstteller. Und da waren die Melonen und das war echt wirklich widerlich. Aber der Rest, der war Gott sei Dank gut. Kommen wir zu Juni. Ich weiß, ich bin ein bisschen verwirrt. Waffeln mit Früchte steht da. Ah ja, das habe ich mir einbildet. Ich habe mir extra einen Honig gekauft, habe mir Waffeln gekauft, habe da Früchte drauf gestreut. Also Himbeeren, Brombeeren und Bananen habe ich drauf gekauft. Und habe mir das reingeschmissen. Sehr nett, oder? Dann habt ihr hier wieder Gurken, Brote und Gurke, was ich vorher erklärt habe. Da war das mit dem Bressot und mit dem Schinken und mit dem scharfen Käse, den ich heiß liebe. Dann steht hier Starbucks Café Nummer 1. Da war ich, glaube ich, mit der Min unterwegs und da habe ich den probiert, der war gar nicht schlecht. Und danach habe ich mir noch ein Frappuccino geholt. Yeah. Dann, weil ich so einen Hunger hatte, waren die Jasmin und ich haben sich beim Burger King getroffen. Also nicht direkt beim Burger King, sondern unten gibt es ja so eine Meile, wo du dich hinsetzen kannst. Und da haben wir eben, habe ich mir was vom Burger King geholt. So, dann steht hier ganz groß Kuchen mit einem Herz. Oh, ja. Das war, glaube ich, nach dem Tod von meinem Opa, wo ich dann nach meinen 2 Wochen Krankenstand war das. Da habe ich mir, glaube ich, von ihr einen Kuchen geholt. Nur die Roulade, die ihr auf dem Foto seht. Und sie hat mir aber das andere auch noch dazu geschenkt. Sie achtet auf mich, dass ich nicht so schlank werde. dann steht da Pizza mit Spaghetti-Soße. Da war der Jan bei mir zu Hause. Ich habe im Juni Urlaub gehabt mit dem Jan 2 Wochen. Und das ist schon eine Sünde davon. Aber die war gut. Dann steht da wieder Pizza, Speck und Pfefferoni. Ja. Dann steht hier Running Sushi, endlich. Da war ich mit einer Freundin dort, weil ich ihr endlich ihre Geburtstagsgeschenke geben wollte. Wir haben sich nämlich im Donauzentrum getroffen. Da habe ich aber nicht gefilmt, weil ich nicht wusste, ob sie das will. Deswegen habe ich es lassen. Aber ich habe Fotos gemacht. Dann steht hier Cordon. Ja, da, wo waren wir da? Da waren wir mit Roman in der SCS. Da gibt es auch einen Vlog davon. Ich verlinke euch den Kanal unten, ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber ich glaube, der ist eh fix verlinkt unten. Das Cordon Bleu war auch sowas von gut. Das war wirklich gut. Dann steht hier Eiskaffee, weil wir waren danach dann noch Eis essen. Seht ihr auch in dem Video. Der Eiskaffee war auch riesengroß, also der war echt und gut.
Aber riesengroß. Danach waren wir dann noch am Abend was essen und da habe ich die Wings gegessen. Eigentlich habe ich dann noch so Kartoffelchips von den anderen allen gegessen. Weil der Jan hatte welche, der Roman hatte welche und die Lin hatte welche. Und ich habe ihn Jan und, den, und der Lin ein bisschen geholfen. Der Roman hat gemeint, der schafft's. Ja, also seht ihr da auf dem Foto nur die Wings, aber ich liebe das. Ich hätte Bock drauf, wieder dorthin zu fahren und das zu essen. Dann war ich ja mit der Lin Running Sushi essen. Da haben wir diese Windbeutel und die Kokosdinger bunkert. Könnt ihr auch in einem Video sehen, wie die Lin und ich sich da angestellt haben beim Running Sushi. War richtig lustig mit ihr. Dann war ich, da habe ich, bei beiden Tagen habe ich die Lin von der Schule abgeholt und da war ich dann mit ihr beim Burger King. Das Foto ist jetzt von Instagram, weil ich Trottel vergessen habe, so zu fotografieren. Aber was soll's. ja. Burger King ist in letzter Zeit meins. Merkt ihr das? Jetzt hat's aufgehört mit Mackie und jetzt kommt Burger King. Obwohl ich im Juni auch beim Mackie war, nur habe ich das vergessen dazu zu schreiben. Dann steht hier Starbucks. Da war ich nämlich mit der Lin dort. Und das war nämlich da, wo auch das Donauinselfest war, was auch in dem Video vorkommt. Und da habt sie, da waren die Amy und ich bei Mackie und ich habe nur einen Burger gegessen. Und die Amy hat auch was gegessen. Dann war ich nach meinem, also vorletzten Tag von meinem Urlaub war ich mit meinen Kolleginnen im Prater. Nicht mit allen, sondern nur mit ein paar. Und da waren wir vorher essen und da habe ich mir das hier bestellt. Das schaut nicht so schlecht aus. Es war aber nicht so gut, wie es ausschaut. Also ich hätte mir mehr davon erwartet, leider. Es war okay, aber es war jetzt nichts Besonderes. Aber, weil jeder gesagt hat, ich kenne den Prater ja schon sehr lange und bin jedes Mal an diesem Donut-Ding vorbeigegangen und ich habe mir nie Donuts dort gekauft. Und deswegen habe ich mir einmal Donuts dort gekauft mit Eierlikör und die waren so lecker. Ich habe leider nur 6 Stück, glaube ich, gehabt, aber es war auch echt teuer. War auch echt, echt teuer. Aber es war urgut. Ja, wir sind durch mit dem Video. Sorry, dass ich am Anfang ein bisschen verbeilt war und dass mir ein paar Fotos gefehlt haben. Ich versuche das jetzt ein bisschen schlauer zu machen, dass mir das nicht mehr passiert. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr wieder Hunger habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!